gestern erst zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Fun-Tag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hi, ich bin Winnie und ich habe mit meinen Freunden eine Band. Unsere Sängerin Maxine ist ausgestiegen und ich musste schnell eine neue finden. Die Lösung hieß Pip, Lorenz Cousine. Ein Goldkirchen. Aber die zu überzeugen war echt nicht leicht. Und dann sind auch noch Lorenz Vater und meiner mit ihren ewigen Zankereien dazwischen gekommen. Als Pip dann endlich Ja gesagt hat und mit in den Probenraum kam, war Max wieder da und hat sich aufgespielt. Klar, ich musste sie rausschmeißen. Das hat Pip erstmal abgeschreckt. Zum Glück hat sie aber schnell begriffen, dass Max ein falsches Spiel treibt. Und dann hat Pip vorgesungen. Einfach klasse. Heute werden wir das erste Mal mit dir zusammen auftreten. Ich bin ganz schön aufgeregt. Mädels, macht hin, wir müssen los. Winnie, jetzt mach doch nicht alle verrückt. Setz dich hin und frühstücke in Ruhe zu Ende. Kein Appetit. Weil es wird erst auftreten und die ist bestimmt schon tierisch aufgeregt. Wer hier wohl aufgeregt ist. Aber wenn wir dann abholen? Na, geht schon. Tschüss. Winnie, vergiss nicht, du wolltest mich heute Mittag für eine Stunde im Laden vertreten, damit ich die Lautsprecherboxen ausliefern kann. Winnie, ich verlasse mich auf dich. Kein Problem. Und der Auftritt? Ihr bereitet schon alles vor, ich bin dann rechtzeitig da. Also müssen wir wieder alle Instrumentallagen schleppen. Sven macht das schon. Tschüss, Papas. Um 12, ja? Ja. Wie willst du das denn schaffen? Keiner kann zur gleichen Zeit überall sein. Das geht schon irgendwie. Ich muss auf jeden Fall bei Pips ersten Auftritt dabei sein. Egal wie, ich krieg das hin. Und was willst du dann machen? Dein Pferdchen halten? Das reicht. Morgen, Kinder. Guten Morgen. Morgen, Tante Rosa. Tut mir leid, dass ich es nicht zum Frühstück geschafft habe. Ich habe eine Auswärtstour. Nicht so schlimm, wir hatten ja lecker verbrannten Toast. Kann ich das eventuell mit 3 Windbeuteln wieder gut machen? Klasse, danke. Papa ist oben und wartet auf sein zweites Frühstück. Okay, bis nachher. Wir müssen. Kommt ihr? Oh nein. Dr. Langenbach, die habe ich da ganz... Guten Morgen. Sag mal, Vincent, hast du mich vergessen? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Und es kann ja wohl auch nicht sein, dass ich dir jedes Mal die Hunde vorbeibringe. Oder wie stellst du dir das vor? Ich bin nicht auf deine Hilfe angewiesen. Schließlich gibt es auch noch andere, die sich um meine Lieblinge kümmern können. Das kommt bestimmt nicht wieder vor, Frau Doktor. Das war eine einmalige Ausnahme. Na, ich will's mal glauben. Du warst ja sonst immer zuverlässig. So, hier die Anzahlung, den Rest heute Abend um 6, wenn du mir die Hunde zurückbringst. Pünktlich. Und ihr beide folgt schön und macht Vincent keinen Ärger, hm? Die beiden sind ja eigentlich friedlich. Nur halte sie vor den Katzen fern. Aber du weißt ja. So, Kinder, ich muss dann los. Pünktlich um 6, wie immer. Was machen wir denn jetzt mit dem kleinen Liebling? Gute Frage. Zur Probe können wir die jedenfalls nicht mitnehmen. Und zum Auftritt gleich gar nicht, das ist Fakt. Kann Felix sicher anspringen? Der hat schon 3. Und außerdem weiß ich nicht, wo wir den finden können. Aber ich... Na dann, viel Glück. Wo ist es? Hallo Kumpel, alles klar bei dir? Logo. Hey Jule, Felix, du musst uns helfen. Worum geht's denn? Sag mal, kannst du ausnahmsweise deine Hundestaffel um 2 Mitglieder vergrößern? Komm ich dann in die Band? Du hattest versprochen, wenn es eine Woche lang keinen Zoff mit den Hunden gibt, dann bin ich dabei. Und die Woche ist jetzt um. Aber du spielst doch gar kein Instrument. Was willst du denn in einer Band? Ich will dazugehören. Ich übernehme alle Aufträge. Und außerdem spielst du auch kein Instrument und bist dabei. Das ist doch was anderes. Ich bin der Manager. Okay, Manager. Wenn ich mitmachen darf, dann übernehme ich die Hunde. Bis dahin, tschüss. Hab ich doch gleich gesagt. So große Hunde und so ein kleiner Junge, das wird nie was. Gib schon her. Aber dafür komme ich in die Band. Danke, Felix. Und über das andere reden wir nächstes Mal. Wenn man weiß, wie Männer funktionieren, kommt man gut mit ihnen aus. Die Melodie kenne ich ja noch gar nicht. Ist von mir. Klingt richtig gut. Ja, danke, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Darf ich mal? Ja, klar. Also, wenn du willst, dann kann ich mal versuchen, mir dazu noch was einfällt. Würde ich gut finden. Okay. Hallo Leute! Seht mal, wenn ich unterwegs aufgegabelt habe. Grüß Gott zusammen! Hallo! Hi, grüß dich! Auf das Ding setze ich mich nie wieder.
Wollen wir dann? Kommt unser Film im Haut nicht? Er braucht mich gar nicht anzugucken. Natürlich habe ich Igor Bescheid gesagt. Das ist doch Pips erster Auftritt. Das muss auch mal nicht filmen. Was haben wir denn hier? Mal probieren. Nur ein ganz kleines Stück. Hey, echt nur für eine knappe Stunde. Ich löse dich im Laden ab, bevor mein Vater wieder zurück ist. Ich muss da Pip zur Seite stehen, als Manager und so. Lass mich nicht hängen. Und wenn mein Vater mich im Laden seines Bruders erwischt, dann ist die Hölle los. Ich weiß doch, wie die beiden sind. Die eine Stunde, das stell dich doch nicht so an. Wird schon schief gehen. Jedes Mal lasse ich mich von dir breitschlagen. Also gut. Sag mal, kann mal jemand nachgucken, wo Patze bleibt? Ich geh schon. Ja, und was ist, wenn bei uns im Auftritt irgendwie die Technik kaputt geht? Kannst du das reparieren? Geht nichts kaputt, Ella. Ich habe alles gecheckt, außer bin ich in einer Stunde wieder da. Vinny hat mir so oft geholfen. Jetzt bin ich mal dran. Ich will einfach nur, dass unser erster Auftritt mit Pip perfekt wird. Das wird er. Eine Stunde, okay? Können wir mal anfangen? Ich habe die Songfolge für den Auftritt nachher noch ein bisschen umgestellt. Ist das okay für euch? Der blöde Patze hat einfach alle Windbeutel gefressen. Von wegen einfach. Ich wollte nur mal kosten. Sag mal, spinnst du? Die waren für Winnie, Jule und mich. Hey Leute, die Probe. Ziemlich egoistisch. Noch nie was von Teilen gehört? Du musst gerade was sagen. Mach nicht so einen Aufstand. Felix kommt gleich und bringt Nachschub. Felix? Wieso Felix? Ich habe ihn in der Stadt getroffen. Er hat versprochen, aus dem Bäckerladen seines Vaters Kuchenbruch mitzubringen. Toll, oder? Kaum. Ich dachte, wir wollten proben. Machen wir ja auch. Aber so eine Gelegenheit lässt man sich doch nicht entgehen. Hast du immer noch nicht genug? Viel Spaß. Jetzt ist gut. Setz dich an ein Schlagzeug und los geht's. Ich muss mich erst ein bisschen lockern, sonst krieg ich nichts gebacken. Der denkt wirklich nur ans Essen. Können wir jetzt mal anfangen? Das gibt's doch nicht. Womit fangen wir an? Patze! Hallo, Maxine. Tag, Frau Knolle. Lange nicht mehr gesehen. Warst du krank? Nein, ich bin nicht mehr in der Band. Ach, wieso denn nicht? Och, ich spiele lieber alleine in der Stadt. Hm. Ich muss dann auch weiter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Maxine. Hast du gehört, aufreicht? Eine von den Radautüten ist schon weg. Hoffentlich folgen dir die anderen auch bald. Hm? Ja, mein Liebling. Gleich gehen wir zum Onkel Doktor. Guten Tag, Frau Knolle. Nette Katze. Ach komm, spar dir das. Tu mir einen Gefallen, spielt heute mal etwas leiser. Denkt an meine arme, kranke Katze. Ja, mir müssen Sie das nicht sagen. Ich bin nur der Regisseur. Ui, der Regisseur. Wollen wir jetzt auch noch berühmt werden, ne? Oh Gott, das ist ja schon so vorschnell, die Präsidentin. Wer stört denn jetzt? Tut mir leid, Leute. Ich hab voll die Zeit verpeilt. Probt ihr schon lange? Wenn Probe ist. Das heißt für alle volle Konzentration und vor allem Pünktlichkeit, klar? Okay. Na los, Patze. Dein Einsatz. Also. 1, 2, 3, 4. Was ist denn jetzt schon wieder? Tut mir leid, da sind aber Bretter umgefallen. Können wir jetzt? Sag, was machst du denn da? Ich suche eine gute Position, um zu filmen. Ich wäre wirklich froh, wenn wir jetzt endlich anfangen könnten. Georg, du kommst jetzt hierher. Und du bleibst hier. Philippa, los. Patze, du gibst den Takt vor. Okay. 1, 2, 3, 4. Nimm sofort die Köter fest! Du sollst diese verdammten Köter festhalten! Mein Auge auf, es erschreckt sich auf den Boden! Hilfe! Hilfe! Das ist doch keine Klatschmühle hier! Halte mir das Spielzeug vom Leibe! Die Polizei werde ich rufen. Ich gehe hier ganz friedlich mit meiner Katze spazieren und werde von diesen Ungeheuern angefallen. Die wollen nur spielen. So eine Mistzicke. Aber es tut mir leid, Frau Knolle. Also das gibt Ärger darauf. Könnt ihr euch verlassen? Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Sie sind wirklich ganz zahm. Ich wäre doch beinahe von diesen Bestien zerfleischt worden. Also das gibt eine saftige Anzeige darauf. Könnt ihr euch verlassen? Mein armer, armer Orpheus. Sag, was soll denn der Mist? Haben wir nicht schon genug Stress mit Knöllchen? Ich gehe hier ganz normal vorbei. Da fängt die plötzlich an, Terror zu machen. Wegen ihrem blöden Kater. Ist doch kein Wunder, dass die Hunde so reagieren. Ja, das ist meine Schuld. Ich hab die ganz vergessen zu sagen, dass die Hunde von Frau Dr. Langbach nicht besonders auf Katzen stehen. Oh, dann ist es ja klar, dass sie so einen Terror machen. Ja, okay, Felix. Ist ja nichts passiert. Aber es wird jetzt besser, dass weiter, bevor Knöllchen zurückkommt. Mhm. Moment. Hast du an meinen...
unseren Kuchen gedacht. Deshalb hatte ich ja den Ärger mit Knolle, den Hunden und der Katze. Lass es dir schmecken. Felix, du bist ein Held. Ist ja gut, Sven. Hört sich an ein Schlagzeug, sonst wird Pip uns noch den Hals um. Pass auf, wir machen das so. Wenn mein Vater weg ist, gebe ich den Zeichen, okay? Aber beeil dich, mein Vater muss mich nicht unbedingt hier draußen rumstehen sehen. Hey Papa, da bin ich, wie versprochen. Gut, dann kann ich ja jetzt gleich los. Wie läuft's denn in der Band? Ist alles in Ordnung, die brauchen mich jetzt nicht. Herr Riemann, schön Sie zu sehen. Ich habe die CDs, die Sie bestellt haben. Kommen Sie mit. Gut. Papa, musst du nicht los? Ich kann das doch machen. Wieso kenne ich dich ja gar nicht? Bist du krank? Oder hat dich die Arbeitswut gepackt? Ich mach das schon, geht ganz schnell. Hallo Leute, der Herr Regisseur ist ja auch dabei. Hi. Ihr seht ja jetzt schon total fertig aus. Wo steckt der neue Manager? Kommt gleich. Das ist eben der Vorteil, wenn man unabhängig ist. Ich muss weder irgendjemanden fragen noch auf irgendwas Rücksicht nehmen. Dann kannst du dich ja ganz in Ruhe um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Tschüss und ahoi. Ahoi. Viel Spaß noch. Man sieht sich. Es heißt Ade. Was? Ja, in Bamberg sagt man Tschüss und Ade. Ist doch egal. Wichtig ist nur, sie ist weg. Danke. In einer Stunde bin ich wieder zurück. Bis dann. Und kümmere dich um die Kundschaft. Bis dann. Mann, Vinny, wie lange dauert denn das? Ich dachte, dein Vater wollte gleich los. Na, jetzt ist er ja weg. Vinny, ich verlasse mich auf dich. Mein Vater steht drüben im Laden. Der braucht nur einmal zu seiner Obstkiste rüber zu gehen und dann sieht er mich hier. Und dann gibt's richtig Stress. Zwar nicht nur für mich. Wir tun es für Pip. Ich hab's ja richtig erwischt. Meinst du? Ich muss los. Sag es dir doch einfach. Heute wäre ein super Tag, aber lass mich nicht hängen. Schauen wir mal. In einer Stunde bin ich wieder da. Die nehme ich. Ja, 5 Euro dann. Ist was passiert? Wieso spielt ihr nicht? Echt witzig. Hätten wir ohne dich angefangen, hättest du auch wieder rumgemobbt. Wo warst du denn so lange? Musst du Lorenz erst noch einweisen. Können wir dann? Pip, du brauchst überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Bin ich aufgeregt? Ist doch nicht schlimm, dass du damit nicht warst. Hallo, bei mir ist alles okay. Gut. Also dann. Jule fehlt. Wieso fehlt Jule? Die ist mir immer auf dem Klo. Wartet mal, ich komm gleich wieder. Jetzt wieder los. Wo will er denn hin? Frag mich nicht. Seit ein paar Tagen ist er irgendwie seltsam. Still I'm driven by something I can't explain. It's not a cross, it is a choice. I cannot help but hear his voice. Danke, danke. Vielen Dank. Max, kann ich kurz mit dir reden? Worum geht's? Man kann es nicht heute ausnahmsweise mal woanders hingehen. Was? Warum musst du denn ausgerechnet hier spielen, wenn Pip heute ihren ersten großen Auftritt hat? Tickst du noch richtig? Geh doch zum Markt, du spiel da. Ist doch nur für heute. Sag mal, geht's dir noch gut? Sag mal, hast du mir denn irgendwas vorzuschreiben, hä? Wer bin ich denn? Das passt zu dir. Psst. Na, das wollen wir doch mal sehen. Das Licht irgendwo am Ende. Doch der Augenblick ist jetzt und fließt wie Sand durch deine Hände. Doch du hältst dich an ihm fest. Oh, das ist so ein Krach. Ach, mein armer Orpheus, hä? Ganz schön laut. Aber weißt du was? Irgendwann müssen die ja mal eine Pause machen und dann laufen wir ganz schnell durch. Bitte. Hallo Felix, was machst du denn hier? Ich mache meine Runde. Aha. Von dem wirklich keine Katze. Hey, die Band ist richtig gut. Komm, wir gehen ein bisschen näher ran, dann hören wir besser. Wir haben Zeit, es würde regnen. Wir sitzen hier für Stunden, trinken Wein.
Felix! Felix! Hilfe! Hilfe! Das hat ein Nachspiel! Ich werde euch anzeigen! Ich nehme einen kompletten Satz Gitarrenseiten. Kommt sofort. Hat Frank die Gitarrenseiten unter dem Ladentisch versteckt? Nein, mein Vater steht da draußen. Ist er weg? Ja, du kannst vorkommen. Übrigens, verstecken hilft gar nichts. Wenn ihr euren Vätern nicht helft, sich endlich wieder zu vertragen, werde ich dich wohl noch öfter da unten finden. Ist doch nicht normal, dass der Neffe seinem Onkel nicht aushelfen darf. Na, was kann ich dann schon machen? Und zu dem stehen, was du tust. Hast du denn schon mit deinem Vater darüber gesprochen, dass du Musiker werden willst? Nein. Das solltest du aber und zwar umgehend. Menschenskind, du bist Musiker und kein Feinkosthändler. Mach doch nicht den gleichen Fehler wie dein Vater. Aber ich will ja Musik studieren. Dann sage das deinen Eltern endlich klar und deutlich. 6,50. Übrigens, wieso habt ihr mir nicht erzählt, dass ihr eine neue Sängerin in der Band habt? Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Kann ich sie denn trotzdem mal hören? Ich sag mir Bescheid. Gut. Tschüss. Tschüss. Nee, geh ran. Geh endlich ran. Hallo Leute. Ich bin wieder mal unterwegs, aber kein Problem. Sagt einfach, was ihr wollt und ich rufe gleich zurück. Tschüss und ade. Hey, Winnie, ich bin's. Du musst sofort hierher kommen. Mein Vater schleicht hier rum. Ruf mich an, ja? Philippa, was trotzdem ganz große Klasse. Ich starte nochmal neu und dann ganz groß. Eigentlich hätte ich's wissen müssen. Ihr seid eine Chaotentruppe. Und du bist der Anführer. Felix, wie kann man nur so blöd sein und die Hunde hier anschleppen? Kann ich doch nicht an, dass die olle Knolle ausgerechnet heute mit ihrem blöden Kater zum Tierarzt geht und hier vorbeikommt. Ja, schon bist doch eigentlich du, Winnie. Du hättest Felix nie 5 Hunde auf einmal aufdrücken dürfen. Die kann er doch gar nicht halten. Hey, kommt mal. Das war Max. Die hat die ganze Sache eingefädelt. Guck mal. Naja, Max hat gesagt, wir wollen ein bisschen näher rangehen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So schnell habe ich die Knolle noch nie rennen sehen. Ich dachte, die kriegt eine Herzattacke. Jetzt brauche ich erstmal was. Oh, Scheiße. Lorenz? Bist du da? Was soll ich denn sonst sein? Mensch, bist du verrückt geworden? Ich sterbe fast vor Angst. Eine Stunde war ausgemacht. Mein Vater hat 2 Mal hier durchs Fenster geschaut. Was war denn los? Eine einzige Katastrophe. Nun, red schon. Erst sind 5 Hunde auf Knöchel mit ihren blöden Kater losgegangen. Ja, damit war Pips Auftritt gelaufen. Knöchel will uns anzeigen. Und dann schiebt Sven noch mit seinem dicken Arsch Elas Bass von der Brücke. Oh nein. Oh doch. Dumm gelaufen. Trotzdem, sowas wie hier meine ich nochmal mit. Ja, ja, du hast ja recht. Wir müssen irgendwas unternehmen. Wenn sich unsere Väter endlich vertragen würden, dann müssten wir uns hier nicht mehr verstecken. Wenn man vom Teufel spricht. Ja! Mensch, Felix, du bist wirklich der Größte. Du warst echt schneller als ich. Du wärst doch da nie reingesprungen. Oh, danke, Felix, aber... Aber der wird nie wieder spielen. Trotzdem toll von dir, Felix. Wo sind die Hunde? Halt ganz ruhig. Um die kümmert sich Suse. Lass mal sehen. Bestimmt hat die Elektronik was abbekommen. Pass auf, ich kenne da jemanden, der soll sich das mal ansehen. Und wenn es zu reparieren ist, dann macht er das für wenig Geld. Wirklich? Klar. Wie würde Winnie an der Stelle sagen? Kein Problem. Du kannst nächsten Samstag bestimmt spielen. Oh, vielen Dank. Ist schon gut. Bleibt nur noch das Problem, Pip. Das Problem klopft gerade an die Scheibe. Ich konnte wirklich nichts davon. Jörg hat alles gefilmt, kannst du dir angucken? Hab ich schon. Na
hast ja gesehen, dass Max schuld war und dass ich alles versucht habe, um die Hunde festzuhalten. Ja, ja, du bist der Größte. Aber hinknien muss ich mich jetzt nicht, oder? Doch. Jedenfalls hast du ganz toll gesungen und es wäre eine ganz große Sache geworden. Es ist endlich Samstag, das ist wahr.